Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich habe mir überlegt, wir waren ja in der letzten Folge im Baumstumpf. Wir werden jetzt Richtung Picknicktisch gehen und werden mal im Sandkasten noch den einen Chip holen. Ansonsten brauchen wir aus dem Sandkasten nichts, aber dann wäre der Chip geholt. Können wir dann auch beim Burgle alles abgeben. Und dann müssten wir so langsam in Richtung Wespe... Ah, wisst ihr was? Wir nehmen mal ein paar Pilzsiegel mit. Dass wir uns bei der Tulpe und bei dem Fahrrad vielleicht noch hochbauen könnten, um die zwei Zähne noch zu holen. Glaube ich, macht soweit Sinn. Und ich habe so eine kleine Befürchtung, dass noch weitere Zähne... Ja, bei der Wespe könnte noch was drin sein. Da können wir eigentlich mal reinschauen. Wir können so viel hier drin noch machen. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir nehmen mal Pilzsiegel mit. Wenn ich sie finde. Nein, das war Ton. Pilzbrocken. Ach, komm. Pilzsiegel. So, mehr nehmen wir nicht mit. Weil dann werden wir uns beim Fahrrad hochbauen. Ja, ich bin sogar am Überlegen, welche Reihenfolge wir machen. Wir könnten erst zum Fahrrad gehen, da den Zahn holen. Jawohl, das ist blöd. Das ist blöd. Wir holen uns den Zahn hier unten in der Tulpe. Dann gehen wir zum Picknicktisch, holen uns den Chip im Sandkasten. Und wenn dann noch Zeit ist, machen wir uns nochmal zum Fahrrad und bauen uns da hoch. Dann hätten wir die zwei Zähne auch mal safe. Dann muss ich mir mal die Zeit nehmen, nochmal abtauchen gehen. In der Hoffnung, dass wir da noch einen Zahn finden. Weil wir nähern uns immer mehr jetzt der zweiten Dimension. Es wäre halt cool, wenn wir alle Zähne hätten. Ich glaube zwar nicht so ganz dran, obwohl rein theoretisch alle brauchen wir auch nicht. Weil Hunger, Durst, Kram, das juckt mich eigentlich nicht. Ja, komm, wir holen uns da unten erstmal den Zahn. Wir holen uns den erstmal in der Tulpe. Ich muss erstmal gucken, welche das war. In irgendeiner Tulpe ist oben der Zahn drauf. Das Problem ist halt, wir sind ja schon wieder fast überall lang gelaufen. Ich glaube, wir waren in der Dimension auch schon im Müllgebiet. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich kriege hier den Zahn nicht an. Doch, hier ist er jetzt. So, jetzt machen wir mal kurz die Fliege. Der ist hier auf der Tulpe, ne? Ja. Ja, ist jetzt die Frage. Wie baut man sich da gut hoch? Das ist doch echt fies, oder? Weil die hat ja schon eine brutale Höhe. Wir könnten einmal auf den Blumentopf uns bauen. Ich hoffe ja, dass unser Material reicht. Wir probieren mal was. Die geht nicht hier anklippen, nee. So, das heißt... Boah. Müssen wir versuchen... Von hier aus würde es gehen. Was nicht unterstützt. Ich gebe dir nicht unterstützt. Zack. Ach, Spinnchen. Lass mich doch in Ruhe. Ihr habt doch eh keine Chance gegen mich. Tschüss, weg mit dir. Oh, es wurde abgebrochen. Ich dachte, ich hab's gerade noch... Nee, es ist gesetzt. So, das heißt, das würde so schon mal funktionieren. 140 haben wir. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie kommen wir jetzt hier hoch. Na, ich denke mal ungefähr hier. Nein. Ah, nächste Spinne kommt.
Was ein Gefriemel hier. Wir könnten hier an die niedrigste Stelle gehen. Und so weniger Material brauchen wir. Ich stehe jetzt und da will er es in den Boden reinsetzen. Ich glaube, ich spinne. Ja, machen wir das so. Müssten wir ja hochkommen. So, hoffentlich reichen die Pilzziegel, aber müsste. Mir wären das dann... Ja, ist jetzt auch die Frage, lassen wir es stehen oder bauen wir es uns ab und nehmen es mit? Weil ich glaube, hier oben wird kein Zahn mehr spawnen, egal in welcher Dimension. Rein theoretisch könnten wir es abbauen wieder. Komme ich da rüber gesprungen? Na, könnte knapp werden. Ja, dann machen wir das so. Ich weiß, sieht komisch aus, aber es muss ja nur funktionieren irgendwie. Das hat nicht gereicht. Oh, echt jetzt. Das heißt, wir müssen mit dem Ganzen eins weiter zurück. Und dann müsste das auch gehen. Jo. Ja, ja, Zahn, ich komm schon. Also bauen wir das Ganze, glaube ich, wieder... Ach, hier geht der Zahn wieder weg. Da bin ich zu weit weg davon. Okay. Plop, 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 plop. Aber das sind auch die unnötigsten Stellen, wo sie irgendwo einen Zahn hinlegen können, ne? Genauso wie in der einen Puppe da vorne im Kopf drin, ne? Ist genau das Gleiche. Das ist doof, weil ich glaube, ich komme so nicht mehr auf die Treppe drauf. Obwohl... Ja. Jo, hat funktioniert. Da liegt einer. Egal, auf den einen ist auch... Ist halt so. Nein. Jetzt hätte ich fast die andere Treppe weggemacht. So, dann bauen wir hier die noch ab. Wichtig ist halt immer alle abzubauen, dann kriegt ihr auch 100% Material wieder zurück. Anstatt wenn ihr das unterste Teil wegmacht, das ploppt alles weg, kriegt ihr glaube ich nur noch ein Drittel zurück, glaube ich war das. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, wie viel das genau waren. Aber ich glaube es war ein Drittel, was ihr nur noch zurückbekommt. Also nicht mehr viel. So, dann rennen wir jetzt einen Picknicktisch. Und rennen mal kurz in den Sandkasten. Wie sieht's von der Uhrzeit aus? Ach, 14 Uhr. Klasse wäre es halt gewesen, wenn es ein bisschen später ist, weil ich habe auch keine Lust, die Brutzelschutzrüstung mit mir rumzuschleppen. Da hätte es jetzt schon gereicht, wenn es so langsam dunkel wird. Naja, mal gucken, bis wie viel Uhr wir am Sandkasten sind. Wir haben ja noch so ein paar Sachen zu machen. So, das heißt, wir rennen dann einfach mal dahin. Brauche ich noch Bombis? Nee, eigentlich nicht. Oder? Wo sind sie denn? Wir brauchen noch Bombis. Also zumindest für die goldene Karte. Also nehmen wir sie doch gerade mal mit. Platz im Inventar haben wir. Nehmen wir die zwei mit. Weil ich denke, die goldenen... Oh, Pilze nehmen wir uns auch mit. Ich denke, die goldenen Karten sollten wir so langsam auch gucken, dass wir die voll kriegen. Weil mit den goldenen Karten bekommen wir... Haben wir schon genug? Ich glaube, mit den goldenen Karten hat man sich doch den gaunerischen Schurk... Ach nee, der war mit den Statuen. Das mit den Karten war, glaube ich, Firmenschmiergeld oder irgendwas. Ah, auf jeden Fall irgendeine Mutation ging mit den Karten hoch. Ich kann es gerade aus dem Stegreif nicht sagen. Müsste ich selbst nochmal nachgucken. Grashacker war es nicht. Definitiv nicht. Ach, der Fallensteller. Der war das. Stimmt.
Da ist ein lilaner Bombi dabei. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und eine blöde Baumwanze. Das ist meine Action hier. Läuft ja. So, jetzt ist Bombi noch dran. Genau. Ich glaube, es ist alles gestorben, was sterben konnte hier. Das Zeug brauchen wir gar nicht einzusammeln. Pilze nehmen wir uns noch mit. Oh, und, nein, stopp. Das muss ich mal wieder umstellen, dass die da ist, weil nehmen wir uns auch gleich mit. Ich brauche mit der Schaufel 2 Schläge. Weil wir brauchten doch für Lavagne. Genau, brauchen wir noch Madenschleim. Was eine Action hier. Und Inventar fast voll. Na komm, den ganzen Kram können wir liegen lassen, soll es despawnen. So, ups. Ach nein, nicht wieder hier in den Tümpel. Hier sind wir blöd rauszukommen. Ich glaube, hier über die Ecke geht's am besten. Ja. So, das heißt, jetzt auf dem Picknicktisch und dann... Die brauchen wir eigentlich auch noch. Ach komm, wir brauchen noch so vieles. Ja, wenn wir den Fallensteller nochmal kriegen, das wäre ganz gut. Dann haben wir nämlich nochmal, der hat für kritische... Wo haben wir den denn? Bin ich jetzt doof? Hä? War der da oben? Ach da. Blöd. Genau. Kritische Treffer. Der war für kritische Treffer zuständig. Deswegen, da wäre es ganz gut, wenn wir den auch noch auf die 3 kriegen. Und den kriegen wir erst auf die 3, wenn wir alle goldenen Karten haben. Da können wir noch ordentlich aufräumen. So, und jetzt würde mich mal interessieren, ob, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, waren wir in der ersten Dimension schon in der Müllzone oder waren wir da noch nicht? Einfach nur... um eventuell nochmal zu checken, ob da Zähne sein könnten. Oder wir laufen einfach da hinten mal entlang dann. Und oben bei der Forschungsstation muss ich jetzt eh mal was bei den Zähnen gucken. Da muss ich eh gleich mal was gucken. Weil rein theoretisch brauche ich nicht alle Zähne da. Ah, da muss ich auch mal in Zukunft dran denken. Weil ja, es macht Sinn, wenn man alles hochgelevelt hat. Klar, macht auf jeden Fall Sinn. Aber jetzt zum Beispiel der Hunger-Durst-Abzug. Der interessiert mich eigentlich kaum. Weil Essen, Trinken, ich bin noch nie hier im Spiel verdurstet oder verhungert. Das ist eigentlich kein Problem. Und die Zähne kann man sich sparen. Das brauche ich nicht bis ins Unendliche hoch zu leveln. Wichtiger ist, dass ich den vollkrieg und den vollkrieg.
Das heißt, ich brauche noch einen Zahn. Dann hätte man die, könnte man die Ausdauer hochpushen. Dann wäre die fertig oder die Heilung. Ja, es fehlen auf jeden Fall noch einige Zähne. Dass man die Zähne nicht duplizieren kann, einfach da in den Super-Duper reingestopft und gewinnen. So, und so wie es aussieht, haben wir auch schon unseren Schatten. Das ist auch ganz gut. Können wir nämlich jetzt ganz gemütlich darüber laufen. Und vielleicht einmal gemütlich hier quer drüber rennen, weil ich sehe da schon einen Zahn. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Vielleicht taucht noch der ein oder andere Zahn irgendwo auf. Und Ameisenlöwen könnten wir uns rein theoretisch auch noch ein paar mitnehmen, weil da mache ich den Rüstungskleber draus. Ameisenlöwen, Termiten und Spinnenbrocken. Rentiert sich am meisten. So, hier werden mir Punkte angezeigt. Und hier wird mir noch ein Zahn angezeigt. Der ist hier unten drin. Also, Sandkasten war doch eine gute Idee. Gehen wir erstmal den Chip holen. Der bringt uns zwar auch nicht wirklich was, aber gut. Ist hier sonst noch was? Nee. Ja. Ey, da müssen wir uns doch nochmal runterbuddeln. Aber erstmal kurz Platz schaffen. Jetzt haben wir die ganzen Pilzziegel einstecke. Den brauchen wir nicht. Die Pfeile brauche ich auch nicht. Sieht schon wieder schlecht aus mit Inventar. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Fotte mit. Die brauche ich auch nicht. Fotte mit. Könnte. Ah. So. Weg. Könnte rein theoretisch noch reichen für den Sandkasten. Nummer 1 haben wir. Jetzt können wir uns hier mengenweise Salz mitnehmen. Da kommen wir da raus. Da hinten ist auch ein Lila, ne? Kriegen die mittlerweile davon Schaden? Nein. Öl. Durch die Wand durch. Ich glaube, du spinnst doch. Aber die vergiften. Das heißt, wir müssen hier mal ganz schnell umswitchen von dem auf den. Was habe ich denn eigentlich noch für einen Müll an? Ach, den haben wir noch an, weil ich glaube, wir lassen den monströsen Fremden mal drin. Der lenkt stellenweise gut ab. Wenn er mal auftaucht. Ach, guck mal, gerade wo ich sag. Ist jetzt die Frage, nehmen wir Salz mit? Eigentlich brauche ich kein Salz. Ach komm, wir nehmen Salz mit. Wenn wir dann Platz im Inventar brauchen, schmeißen wir Salz weg. Hier wird noch ein Zahn angezeigt. Ja, der ist in der anderen Höhle wahrscheinlich. Oder irgendwo hier hinten drin. Ich glaube aber eher in der anderen Höhle. Da ist so viel Zeug einstecken. Aber gut, ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich fortschmeißen kann. Also jetzt rein theoretisch die Bombardierkäfer brocken. Brauche ich auch nicht. Das sind jetzt gerade Tiere, die schnipst man schon fast weg. Da ist das Farmen ganz easy. Oder die Spinnenbrocken, die 4 Stück. Kann ich, gehe ich halt mal 20 Radnetzspinnen kurz killen, dann habe ich meine Spinnenbrocken. Deswegen, da muss ich mich mit dem ganzen Müllnet hier totschleppen. Haben wir die Brustplatte? Ich glaube, ja. Ich glaube, uns hat nämlich nur noch der Helm gefehlt. Und der ist ja eben in der Müllzone zu finden. Ja, jetzt kriegen wir noch das Amulett. Das wäre ja auch so ein Hammer. Ne, diesmal glaube ich nicht. Inventar voll. Jetzt müssen wir Platz machen. Also die machen wir Müll. Von denen habe ich mengenweise. Die kann auch weg, weil die haben wir da.
Dann hatte ich gesagt, die Spinnenbrocken machen wir uns weg. Die machen wir uns jetzt weg. Die machen wir weg. Die heben wir uns nochmal auf, weil da könnten wir vielleicht nochmal... Ja, eigentlich brauchen wir es nicht. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich brauchen wir sie nicht. Naja, egal. So, mal kurz gucken. Ba, ba, ba. Daneben ist noch ein Hügel, da ist noch ein Hügel, da hinten ist noch der Hügel. Okay. Gut, mehr wollte ich nicht. Nur mal zur Orientierung. Findet man sie viel schneller. Ach komm, stell dich nicht so an. Jetzt kommt der Mann. Ja, warte mal, vielleicht kann ich hier noch schnell jemanden locken. Mann! Ja, jetzt kommt er nicht mehr. Echt jetzt? Junge. So. Kinderspiel. Unseren Zahn, den nehmen wir natürlich mit. Gucken wir auch noch in die letzten Löcher rein. Da vorne. Hau doch einfach ab, Mensch. Kacke, wenn da zwei Softviecher drin sitzen. Na gut, den einen haben wir doch jetzt. Jo. Rein theoretisch könnte ich mir auch den Kaugummi equippen, aber... Ja, die Brocken... Kriegen wir so genug raus. So, das ist die Salzhöhle. Ja. Das war die Salzhöhle. Nehmen wir auch noch mit, wenn wir Platz haben. Wahrscheinlich nicht, war ja klar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch fortschmeißen soll. Ah, da hatte ich ja auch gesagt, brauchen wir eigentlich nicht mehr. So. Die brauchen wir auch nicht. Schleim brauchen wir. Und gleich machen wir nochmal richtig Platz. Ja, 40 von 40. Ja, wir gehen erstmal schnell Platz machen. Dann gehen wir nämlich an die Forschungsstation und machen uns mal die ganzen Kringel da jetzt weg. Schauen, haben wir wieder ein bisschen Platz. Da müssen wir dran. Tauschmodus. So, hier will ich mal kurz reingucken. Was bringt der? Ach, das war tröpfelnde Regeneration und das saure Schaden kann eigentlich auch weg. Kann weg. Können wir auch wegmachen. So eine Quest holen. Mantis, schon wieder. Warum? Ich will den Mantis gar nicht machen. So, jetzt gucken wir hier nochmal kurz. Da haben wir noch einen Punkt, den nehmen wir mit. Hey, ihr seid echt nervig, wisst ihr das? Hä? So, wenn wir gerade hinten in der Ecke sind, gucken wir auch mal kurz. Oh, stopp, du kommst mir mal schnell hierher. Thank you.
Ah, den müssen wir wieder gut blocken. Wird wahrscheinlich eh nichts. Oh, doch. Weil der hat Lebensdruck drin. Weil der kann auch nur Leben rauben, wenn er mich auch trifft. Hier ist nix. Aber wir gucken mal kurz in die Truhe. Was da diesmal drin ist. Vielleicht haben wir Glück, dass da ein Zahn ist. Na, er sieht nach einem Punkt aus. Nur Punkte. Aber ich habe einen Zahn gefunden. Und eine Kiste. Oh Mann, das Inventar ist doch jetzt schon proppenvoll. Ja, dann gehen wir gerade nochmal den Kringel wegbringen. Und was haben wir da gekriegt? Sturzresistenz und Erhöhung des scharfen Schadens. Der kann weg. Wo liegt der? Der liegt daneben auf dem niedrigen Rand, ne? Okay. Den müssen wir uns noch holen. Aber sonst ist hier nichts mehr. Sehr geil, der nächste Zahn. Hier ist noch ein Punkt, den brauchen wir aber nicht. Der ist wahrscheinlich da drüben bei den Spinnen. Jetzt will ich aber nochmal ins letzte Loch da reinspringen. Gucken, was der noch für uns hat. Und nochmal gucken, was da im Eimer ist. Ah, die Uhr unten hat sich wieder aufgehängt. Ah, saure Sachen. Ich glaube, saure Süßigkeiten haben wir mittlerweile tonnenweise da, ey. Das haben wir wirklich tonnenweise. Ist ja schon wieder voll. Dieses Inventar ist schon wieder voll. Warum? Zu spät geblockt. Aber da kommen wir nochmal auf das Thema. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge angesprochen. Zum Thema salzige Waffe. Die Tiere, die Salz nicht mögen, sind die Wespen, die Termiten und die Ameisenlöwen. Und wenn ihr mal guckt, wie ich mit der sauren Axt die Platten mache, ich glaube, da hat sich das erledigt mit auf eine andere Art und Weise. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir haben, glaube ich, alle Löcher. Ich fliege mal mit der Fliege drüber. Einfach nochmal gucken. Aber ich glaube, wir haben alle gemacht gehabt. Ne, da ist noch einer. Vor uns der. Dann holen wir den doch noch. Auch nicht schlecht. Jetzt sitzt er am Rand und nicht mehr in der Mitte wegen dem Mant. Der Mant ist runtergefallen. Der arme Mant. Ja, Sandkasten rentiert sich halt immer wieder, um
das süße, salzige, saure und was weiß ich hier zu kriegen. Minzig, keine Ahnung was. Das findet man immer ganz gut hier im Sandkasten. Ich weiß noch, da sind wir damals laufend hierher zum Farmen, um unsere Waffen alle zu bekommen. So, aber jetzt müssten wir hier durch sein. Ja. Ja. Gut. Aber ich glaube, ich würde sagen... Ja, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Das heißt, ihr kennt ja das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Und ich glaube, ich speichere jetzt hier an der Stelle ab. Oder baue da nochmal ein Bettchen da unten irgendwo. Und dann starten wir morgen die Folge von hier aus und bauen uns dann beim Fahrrad hoch. Dann sparen wir erstmal jetzt wieder den ganzen Weg zurückzurennen und wieder dahin und ne... Ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Aber gut. Wie gesagt, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.